Ich befinde mich vor dem Hauptbahnhof und ich werde gleich nach Dresden hinfahren. Aber bevor ich nach Dresden hinfahre, fahre ich erstmal nach Hamburg, weil das ist mein Umsteighaltestelle. Aber jetzt laufe ich jetzt erstmal zu meinem Bahnsteig. Ich bin im Zug drin, mein Zug ist abgefahren und jetzt nach Dresden hinfahren startet kommt. Und ich werde jetzt erstmal Koffein trinken. Und ich glaube, in der gesamten Fahrt gibt es nur eine Umsteighaltestelle und zwar die hier in Hamburg Hauptbahnhof. Scheiße. Ich bin in Hamburg angekommen. Dieser scheiß Zug hat schon wieder Verspätung. Gerade im Zug reingelaufen und dann ist er direkt abgefahren. Ja, das war schon wieder so richtig knapp gewesen. Ihr wisst, dass ich Bierzüge mag, oder? Guck mal, wir haben jetzt 10.32 Uhr und so sieht mein Fahrplan aus. Um 7.33 Uhr bin ich in Bremen Hauptbahnhof gestartet. Genau da ist Umstieg vorbei Hamburg. Und um 13.07 Uhr komme ich in Dresden an. Das heißt noch 2,5 Stunden und dann bin ich da angekommen. Guck mal hier, das hier. Ich habe das beim Hauptbahnhof gekauft. Das ist Zwiebelmett. Das sieht so aus von innen drin. Das werde ich mir jetzt so richtig in mein Maul reinstopfen. So, dauert nicht mehr lange. Und dann bin ich in Dresden angekommen. So, ich bin in Dresden Hauptbahnhof angekommen. Ich habe gerade mit Helmut geschrieben. Er hat gesagt, dass ich hier diesen Wagen hier in irgendeinem Schließfach abstellen soll. Und dann soll ich zu einer Adresse hinfahren. So, ich war gerade beim Schließfach und habe da meine ganzen Sachen dort eingesperrt. Außer meinen Rucksack mit den, also diese kleine Tasche hier mit dem Wesentlichen. Und das war gerade eine richtige Scheiße gewesen. Ich musste dieser Wechsel, ich hatte nur einen Fünfer gehabt und ich musste Geld wechseln und dieser Wechselautomat war kaputt gewesen. Und ich musste bei 3 Läden insgesamt nachfragen, bis der eine mir überhaupt das wechseln wollte. Sonst wurde ich die ganze Zeit abgelehnt. Das ist ja voll die Scheiße gewesen. Aber jetzt habe ich die Sachen eingesperrt und ja, jetzt bin ich hier, wie heißt das doch mal, hier an dieser Haltestelle und gleich kommt mein, genau in 2 Minuten kommt meine Straßenbahn und da fahre ich dorthin, wo ich hinfahre. So, meine Straßenbahn kommt an. So, ich bin hier angekommen. Und ich bin hier, bei Ihnen hier angekommen. Du bist jetzt bei dem Affenschänder. Hier werden Nasenaffen geschändet. Und dann werden sie gegessen. Also natürlich werden sie vorher karamellisiert. Und ich rede jetzt aber nur von den Nasen. Die Nasenaffen können weiterleben. Ich will ja nur die Nasen, dann will ich die Nasen karamellisieren, frittieren und dann essen. Das ist der Grund, warum das alles hier überhaupt existiert. Die Sächsische Schweiz ruft. Und wir gelaufen jetzt alle gemeinsam zur Sächsischen Schweiz. Zur Sächsischen... Achso, nee, das durfte ich eigentlich nie öffentlich im Internet sagen. Ja, zur Sächsischen Schweiz. Sag heil. Und Marvin ist auch dabei. Ich bin auch dabei. Und der Naturin. Und Helmut ist auch dabei. Genau. Ja. Jetzt aber da, liebe, müssen die Bahn gleich offen. Marvin, ja. Wegen einer langen Bahnfahrt vorhin, das fühlt sich wegen dieser Maske genauso an, als wenn sich ganz viel so ein richtiger Haufen Tiersperma bei mir auf dem Bart versammelt hat. Ja.
So, und wir gehen jetzt erstmal Bier und nochmal Sachen einkaufen gehen. So, man hat hier Einkauf erledigt. Und jetzt? Und jetzt erstmal zum Bahnhof hinlaufen, um dort zu den Schließfächern ran. Und dann die Wagen abholen. So, jetzt laufen wir wieder zum Schließfach rein, um die ganzen Wagen und so weiter abzuholen. So, wir sind hier bei diesen verschmierten Schließfächern angekommen. Genau hier. So, und hier sind diese ganzen Sachen. Ich liebe diese Flüssigkeitsgeräusche. So, die Sachen sind gepackt und jetzt laufen wir zum nächsten Zug oder so. Geprost. Der hat immer noch diese Farbe Urin auf den Fingern dran. Genauso wie beim letzten Mal. Ja, okay. Und, so, hier ist das Gammelfleisch, was ich bekommen habe. Hast du das gesehen? Warte. Ja. Warte, ich muss es nochmal vorführen. Hier, da, genau, das ist würzige Ziege. Und... Genau, sieht man das? Ja. Nein, scheiße, nochmal neu. Okay, nein, nicht die Sehne. Filmst du noch? Ja. Okay, warte. Man muss es richtig sehen. Siehst du diese vergammelte, würzige Ziege? Ja. Siehst du es? Wir sind gerade hier auf diesem verschmierten Gleis drauf. Und wir warten jetzt auf den Zug. Das machen wir jetzt gerade richtig. Marvin, guck mal, ja. guck dir mal diesen Sonnenuntergang da vorne an. Ich glaube, auf dieser Kamera kann man das nicht so ganz, wie heißt das Ding nochmal? Ich glaube, diese Kamera kann das nicht so gut auffangen, wie wir das mit einem Auge auffangen. Aber das sieht voll rötlich aus und so weiter. Und wir hängen so ein bisschen hier fest. Weil es ist gerade was passiert, aber das verrate ich euch nicht. Ich grüße dich, Albert B. Vielen Dank für deine PayPal-Donation, Albert. Ich grüße dich, LQHD. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower-Kanalmitgliedschaft. So, der ranzige Zug kommt an. Jetzt werden wir hier einsteigen. Wir sind ausgelaufen. Jetzt muss die ganze Treppe hier runtergetragen werden. Der ranzige Scheißtreppe. Und hoch. Oh. Oh. So, es ist oben. Und jetzt die beiden anderen Wagen noch runter und hoch tragen. So, unser 15 lauter ranziger Scheißzug, der kommt hier an. Das ist unser Umsteigzug. Wir werden da jetzt einsteigen. Hier, Power! Geprost!
Diese dreckige Maske, die nervt mich. Er versucht durch Maske zu trinken. Leute, wir haben die letzte Haltestelle verpasst. Und wir sind eine Haltestelle zu weit gefahren. Und wir sind jetzt gerade hier in Schmielka Hirschmühle. Und das heißt, wir sind jetzt gerade in Tschechien. Und. Nee, wir sind noch in Deutschland. In Deutschland? Ja, wir sind noch in Deutschland. Ja, gut, dann. Dann sind wir doch irgendwie an der Grenze. Sieht aber nicht mal nach Deutschland aus. So, wir sind gerade dabei, hier diese ganzen Wagen. Hier diese ganze. Verschmierte, dreckige, widerliche Treppe hier hochzulaufen. Also die vollgeranzte mit den ganzen grünen Pflanzen da dran, die hier da reingerostet sind. Und genau, das sind gelaufen wir. Aber genau das, was ich sagen wollte. Und zwar, wir sind diesen ganzen Aufstieg hochgelaufen. Und dann hat Marvin Abbruch gesagt. Weil es immer weiter höher und höher und höher ging. Und wir, keine Ahnung, nicht mal, keine Ahnung, Viertel hatten oder viel weniger oder mehr, weiß ich auch nicht. 1% hat er zu mir gesagt beim Anruf. Ja, also 1% haben wir geschafft. Gefühlt. Gefühlt. Und genau, deswegen sind wir wieder runtergelaufen und haben hier Camp gemacht. Und das ist genau der Grund, warum mein Gesicht jetzt so überblendet aussieht. Dass ihr meine Augen nicht seht. Und genau, damit ich euch noch viel besser unseren Schlafplatz zeigen kann. Und zwar hier pennt der Schänder, hier penne ich, hier in diesem Zelt und hier schläft Helmut. Und MarvCon.TV, der sucht noch. Nee, dahinter. Zwischen den Bäumen. Wo? Zwischen den Bäumen, hier, genau hier. Genau hier. Ah, genau, hier. Warte. Ich markiere. Ja. Da, im Bach. Das wird unser Lagerfeuer, glaube ich. Es raucht. Stinkt nach Plastik. Diesen ganzen plastischen Stoff. Mann. Es brennt. Kocht. Genau. Er bratet hier Zwiebeln. Und hier sind diese Dinger hier. Industrieller Großranz. Ihr kennt diese Dinger hier, oder? Zucchini? Und diese, die dahinter sind. Helmuts Hans ist schon wieder im Weg. Aber genau, das packt er jetzt rein, diese. Wie heißen die Dinger nochmal? Zucchini. Ja. Mit diesen Nudeln hier, die so viel Fett dran haben, von Packmaß her. Von Packmaß, ja. Die Flasche ist bald leer. Ey. Bergsteiger Nahrung. Es wird immer mehr gebraten. Helmut! Ich bin nervös.
weil diese gucken, diese andere, verstehst? Und ich auch von Kusum. Ja, ja. Ja. Aber das Fressen ist lecker. Sowas kommt immer gut. Das freut mich. Ja. Helmut hat gekocht. Helmut hat gekocht. Ah, jawohl. Es beginnt. Gib Gas. So, wir sind gestartet. Und wir laufen jetzt zum nächsten Biergeschäft. Und dort neues Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Wir sind hier in dieser Bahnhofshaltestelle hier angekommen. Ist Schmielka Hirschmühle oder wie das heißt. Und ich habe hier meinen überfetteten Müllsack. Also dieser Müllsack mit ganz viel Fett dran, der mich die ganze Zeit hier gestört hat. Den habe ich hier reingeschmissen. Der versiffte Zug kommt an. Jetzt müssen wir da einsteigen. Wir sind jetzt gerade hier in Bad Schandau. Und hier sollte es Biergeschäfte geben. Wir haben hier ein Penny gefunden und wir werden da jetzt Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. Wir haben Bier und nochmal Sachen eingekauft. Und jetzt werden wir das einpacken. So, wir haben eingepackt. Geprost. Guck mal, der Schänder hat eine Feuertonne gefunden. Ein aerodynamisch löchriger Feuerzylinderkamin, wie er im Buche steht. Und wir warten gerade auf den Bus, weil wir fahren gleich zu dorthin, wo wir gleich hinfahren werden. Der kommt gleich. So, wir sind gerade hier angekommen, wo wir hingefahren sind. Wir sind nicht hier. Und wir sind woanders. Und jetzt laufen wir zu dort woanders hin. Du langer Stricher. Ja. Wollen wir ein bisschen Mucke hören? Ja, können wir machen. Bierpower. Hier unten liegt weißes Zeug rum, was mich schon mal so richtig belästigt hat. Und guck mal, ich bin in einen Dornenbusch reingelaufen. Also nicht heute, sondern gestern, wo wir da so den Wagen hoch und runter getragen haben. Und wisst ihr, wozu dieses weiße Zeug hier gut ist? Man kann das hier benutzen, um jetzt hier, damit der Bein hier abgekühlt wird. Damit das gefriert und somit der Heilungsprozess, weiß ich nicht. Einfriert. Ja, irgendwie so um den Dreh. Hier vorne ist noch mehr dieses weiße Zeug, was mich schon mal belästigt hatte. Guck mal, hier vorne ist ganz viel dieses weiße Zeug, was mich schon mal belästigt hatte. Wir sind gerade dabei, zu irgendeiner Stelle hinzulaufen. Hier liegt schon wieder dieses weiße Zeug rum, was mich schon mal belästigt hat. Dieser Hügel da drüben. Der sieht steiler aus. Der ist steiler als der aussieht.
Und hier vorne ist nochmal dieses weiße Zeug, was mich in meinem Leben schon öfters belästigt hat. Je höher wir laufen, desto mehr ist dieses weiße Zeug vorhanden, der uns im Weg steht, der uns dann die ganze Zeit belästigen tut. Gleich kommt Dunkle. Und ich muss gleich meine nervige Kopflampe anziehen, extra damit ich uns den Weg beleuchten kann. Bis wir dann da oben angekommen sind, zu dorthin, wo wir gleich hinwollen. So, ich habe gerade meine nervige Kopflampe angemacht, extra damit ich euch anblenden kann. Und damit es uns den Weg beleuchten kann. Guck mal, wir laufen jetzt gerade hier einen Weg mit Schwierigkeit. Hier, dieser Wagen ist irgendwie kaputt gegangen dabei, dass er jetzt umsortiert muss, werden muss. Es wird rübergetragen. Je weiter wir laufen, desto mehr... Es schneit die ganze Zeit. Das schneit, also fängt langsam an zu schneiden. Und hier, guck mal. Wenn man hier mit dem Fuß drauf tritt, dann sieht man, dass es immer höher und höher geht. So, wir sind hier. Guck mal, hier vorne sind Felsen und wir sind hier an dieser Stelle angekommen, wo wir heute pennen werden. Und guck mal, wir werden hier erstmal ein bisschen Holz sägen und dann gleich Feuer machen. Und dann später Glühwein machen und fressen. Der Schänder beschädigt das Holz. Er beschädigt das. Ja. Na komm, das hast du fast. Fick das Holz! Ja, das hast du fast durchbekommen. Ja. Na los! Letzter. Na, hier, ja genau. Ja, ja. So, das Feuerstein aus dieser voll verranzten Feuertonne, die der Schänder gefunden hat. Das fängt an zu brennen. Es brennt gut, das brennt vorzüglich. Nein, perfekt. Das brennt perfekt. Besser funktioniert das nicht. So, Fräsen ist fertig. Okay. Ja. Allererste Sahne. Sand, Alter. Feinstes Rohfleisch. Guten Morgen, ich bin wach. Hier hab ich gepennt. Hier hat Marvin gepennt. Hier hat der Schänder gepennt. Und hier hat Helmut gepennt. So, und muss jetzt schwarz sein. Und jetzt wird, wie heißt das Ding? Frühstück gemacht. Ja. Achso, und wir haben heute unter diesen Vollfettfelsen gepennt. So ungefähr. Und da sind ein paar Tropfen manchmal auf den Kopf gefallen von da oben. Das habe ich gemerkt dann irgendwie. Das hat sich lustig angehört. Ja, und bevor Frühstück fertig ist. Erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Zum Bier trinken. Frühstück ist fertig.
Es war so ein kleiner Lagerfeuer machen, bevor wir zusammenpacken. Ja. Und dann gleich, wenn das hier zu aus oder so. Was aus? Wenn das hier irgendwann ausgeht. Dann einpacken. Und dann Berg runterlaufen. Und ach so, das habe ich vergessen zu sagen. Der Schänder ist heute Morgen schon weggelaufen. Ja. So, hier, Sachen sind gepackt. Hier auch. Und da drüben der Wagen. Und jetzt laufen wir zu irgendeiner Haltestelle. Und von dort aus mit der Straßenbahn oder Bahn oder was weiß ich was. Oder Bus, keine Ahnung. Zurück nach Dresden zu fahren. Wir laufen gerade durch so ein Gebiet, wo hier dieses ganz viele weiße Zeug hier rumliegt, was mich schon öfters belästigt hat. Hier ist schon wieder dieser Baum gewesen, der ganz viel gestört hat. Wir gelaufen jetzt diesen Weg hier runter. Mit unserem schweren Wagen. So, wir sind ein Stückchen von da hinten hergelaufen. Und jetzt erstmal Glühweinpause. Gebrost. Glühwein ist fertig. Ich hab mich ja bei der Zunge verbrannt. Das schmerzt. Das ist unangenehm. So, Helmut zieht sich die wechselte Schuhe von diesen Schuhen zu den Strandschuhen. Jawohl, da das so gut geklappt hat, ja. Erstmal ein schönes Gipfelbier darauf. Prost. Geprost. Genau, ihr kennt doch diese Strandschuhe hier von der Alpenbergwanderung. So viel Kilogramm hat mein Wagen. 36,8. So viel Kilo? 33,2. 33. Hat der Wagen von Marvin. So viel Kilo wiegt der Rucksack von Helmut. 19. Aber das hier ist so unhandlich und schwer, um das so direkt zu wiegen in diesem Moment. Das war ein richtiger Voll-Cool-Geräusch gewesen. Ist der schon da? Hä? Das war kein Muschel war. Guck mal, unser verschmierter Zug kommt hier angerollt. Jetzt werden wir hier einsteigen. Wir sind jetzt in Dresden Hauptbahnhof. So, wir sind hier vor diesem Rewe und da werden wir jetzt erstmal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, wir haben gerade eingekauft
Aber wir sind jetzt in diesen Hauptbahnhof. Weil wir laufen da jetzt gerade rein. Das heißt, wenn du da drauf drückst, dann sind die Gegend nicht eingeschnitten. Weil der Bauch ist schnell. Ich bin jetzt auf der Flucht. So, wir sind immer noch in Dresden Hauptbahnhof und unser Zug da steht hier schon. Wir werden da jetzt reinsteigen. So, wir sind jetzt in Dresden Neustadt angekommen. Und wir laufen jetzt zu dorthin, wo, keine Ahnung wohin. So, Helmut und wo ist er nochmal? Genau, da vorne ist er. MarvConTV. Die haben ihre Sachen hier in den Schließfach eingesperrt. Aber ich nicht, weil, ach, keine Ahnung, der Wagen tut nicht weh. Deswegen nehme ich den einfach so mit. Damit ich alles dabei habe, was ich brauche. So, wir sind jetzt gerade hier unter einer Autobrücke. Oder wobei, ich glaube, da fahren auch Züge oben drüber durch. Genau. Und genau hier, das ist unser Schlafplatz für heute Abend. Richtig geil, oder? Das ist richtig klasse. Richtig perfekt. Mit da hinten mit Stadtausblick. Keine Ahnung. Also wir sehen das auf jeden Fall, aber mir doch egal, ob ihr das seht. Hauptsache wir sehen das da hinten, dass das da hinten wie wunderschöne Gebäude aussieht irgendwie. Und da drüben, da ist Fluss, da ist Wasser, wie heißt das Ding noch? Wie heißt dieses Wort nochmal? Es läuft aus. So, ich habe hier meinen Schlafplatz eingerichtet. Und ich werde jetzt, und darauf, dass ich diesen Schlafplatz eingerichtet habe, werde ich erstmal ein Bier trinken. Geprost! So, jetzt wird unter dieser Brücke gekocht. Da sind Zwiebeln und hier vorne werden Pilze gemacht. Das wird gleich auch hier rein verwertet. So, das wunderschöne Fräsen ist fertig. Guck mal, wir haben diese Temperatur jetzt gerade. Minus 0,5 Grad Celsius, was da drauf steht. Und so kalt war das ungefähr in der letzten, und ich glaube auch in der vorletzten Nacht auch gewesen. Plus, minus. So ungefähr. Kommt hin. Aber in der ersten Nacht war noch viel mehr Luftfeuchtigkeit gewesen. Ja, genau. Mit dieser Temperatur schlafen wir heute Nacht. Es ist kurz nach 5 und wir müssen jetzt sofort Sachen zusammenpacken zum Schließfach und dann zum Bahnhof. So, wir haben ganz flüchtig die Sachen eingepackt und jetzt sind wir auf dem Weg zu diesen Schließfächern. Und dann zum Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Der Zug da kommt bald. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, wir sind jetzt auf dem Bahnsteig von Dresden-Neustadt. Und hier, unser Zug kommt an. Jetzt werden wir hier einsteigen. So, wir sind jetzt in Leipzig Hauptbahnhof angekommen.
ist eine Umsteighaltestelle. Und wir haben uns mit Helmut getrennt, weil der muss mit einem anderen Zug weiterfahren. Wir sind jetzt auf diesem Umsteiggleis. Und guck mal, der Zug, der wartet schon auf uns. Jetzt hier einsteigen. So, wir sind in Magdeburg angekommen und das ist der letzte Umsteighaltestelle. Und mein Gehirn, der fühlt sich so an, als ob ich die letzten Tage zu viel Bier getrunken hätte. Also richtig, als wenn das so wunderschön rumschwappt. Aber jetzt warten wir auf den letzten Umsteigzug. Unser Zug ist angekommen. Jetzt da einsteigen. So, mit einer kompletten Verspätung von keine Ahnung, knapp eine Stunde oder so, sind wir hier in Bremen angekommen. Und gleich fährt mich der Zug nach Bremen-Sigmaringen. So, ich bin in Bremen-Sigmaringen angekommen. Und jetzt nach Hause laufen. Ja. Ich werde ein Stückchen gelaufen und ich werde gleich zu Hause ankommen. Es war auf jeden Fall voll cool Tour gewesen. Diese ganzen Bierflaschen, die habe ich alle allein getrunken. Und deswegen habe ich jetzt gerade so einen richtigen Kopf. Mit ganz viel Kater und Schmerzen dran und sowas. Das ist pure Absicht.